einen wunderschönen zweiten Weihnachtstag wünsche ich euch und damit herzlich willkommen zu Minecraft Dungeons. Im Stream von vor 8 Tagen haben wir ein Level freigeschalten. Und zwar das hier. Handlung ist Mu? Ich habe keine Ahnung. Die Sounds sind weird. Ich würde sagen, weil das hier Apokalypse ist, gehen wir auf 114 und starten direkt rein. Für mich ist heute der 22. Für euch ist heute der 26. Deswegen nicht. Sind das Pilzkühe? Oh, wie cool! Im Übrigen, dieses Level ist schon seit dem ersten Tag des Spiels drinne. Nur ich habe es einfach noch nie gezockt, weil ich nie dazu kam. Ich bin professionell vorbereitet. Oh Gott, ja. Ich glaube, da kommt nichts mehr. Neues Ziel, Mu. Okay. Ich habe aber jetzt keine Gegner in der Cutscene gesehen. Deshalb, ja. Oh, guck mal, eine Kuh. Oh, die greifen an. Oh, die machen auch Schaden. Okay, dann haben wir keine Gegner und dann haben wir Pilzkühe. Da fragt man sich. Boah, ich muss das ganz kurz mit meinen Dings machen. So ist doof, gell? Ich lass das weg. Ich mach das. Ich bieg das runter, sodass es euch nicht stört. Und das Problem ist, ich habe Dings. Ich sitze ein bisschen tiefer als sonst, deswegen ist das Mikrofon so aufgedrückt. Weil wenn ich gerade sitze, würde es oben meine Mütze abschneiden. Ich hole noch meinen Eisenbolem. Aber das sind jetzt nicht allzu schwere Gegner, oder? Oh, direkt ein Levelaufstieg. So fängt man eine gute Folge an. Wie geht's hoch? Ist das auch so? Oh mein Gott, sind hier viele Kühe. Gut, wir sind auf einer Pilzkühe-Insel. Unter uns ist Mycelium. Das gibt's in echt. Hier Insider-Wissen. Mycelium wird. Ich mach einfach weiter nebenbei. Mycelium wird als. Boah, die sind verzaubert. Mann, ich will jetzt hier reden können. Kein Problem, tötet mich halt. Mycelium ist die Erde unter einem Pilz. Die ist komplett mit Adern oder mit Wurzeln des Pilzes durchzogen. Und Pilze können somit auch untereinander kommunizieren. Das nennt man das Internet des Waldes. Ist wirklich so. Ist der Wahnsinn. Pilze können untereinander kommunizieren mit ihren Wurzeln. Und das sind halt wirklich... Wenn ich dran denke... Ich denke eh nicht dran. Ich schreibe es mir auf oder... Hast du in der Zukunft denkt dran, dann blende ich euch hier jetzt ein Bild ein, wo ihr diese Mycelium-Erde in echt sehen könnt. Und das sind schon extrem viele Adern, gell? Oder halt Wurzeln, ist der Wahnsinn. Aber ich werde nicht allzu sehr vom Thema ablenken. Wir müssen jetzt erstmal gegen die bösen Kühe der Kuhigkeit kämpfen. Kühe als Gegner. Warum eigentlich nicht? Oh, da sind noch mehr. Warte, Golem. Also mein Golem denkt auch nicht nach, der rennt auch einfach ins TNT. Ich muss schon sagen, es ist eine sehr große Map. Also folgendes Problem, wir sind fast tot. Und die einzigen Gegner, die wir haben, sind Kühe. Da frage ich mich auch, was dachten sich die Entwickler? Yo, wir machen unbesiegbare Kühe. Oh, finde ich witzig. Da ist er wieder. Goli McGolem. Zack, zack, gar kein Problem hier, durch da. Kuckulen, so geht's halt. Im Übrigen, ich nenne ihn jetzt einfach Goli, auch für die zukünftigen Folgen. Ich weiß auch noch gar nicht, wann die nächste Folge kommt. Ich habe bis jetzt noch keine neue Folge geplant. Tak, 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 pam. Wir sind ja schon richtig, oder? Meine Kopfhörer fliegen gleich runter. Nein, es ist dran vorbeigeflogen. Egal. Perfekt. Auf den Pilzen kann ich stehen. Ja, das habe ich vorher gesehen. Da wurde nämlich auf so einen Pilz Smaragde platziert. Genau, daran hat man gesehen, dass man da stehen könnte. Hier sind keine Kühe mehr, nein. Ja, nicht wegrennen, Goli. Muss ich schon besiegen. Ich frage mich, was es hier als Belohnung gibt. Weil es ist ja ein...
in Anführungsstrichen Secret Level. Doch, es ist ein Secret Level, was man erst freischaltet, wenn man alle Runen findet. Deswegen, was ist der Preis dafür, dass wir das machen? Außer gegen Kühe kämpfen zu dürfen. Die im Übrigen echt wirklich stark sind. Stimmt, ich kann ja auch rollen. Ich wurde gerade von Kühen getötet. Leute, ich muss die ganze Zeit klingeln, weil mir dieses Ding fällt. Ich wurde gerade von Kühen getötet. Was los? Und die lassen sehr viele Streitkolben fallen. Da vorne geht's nach links. Wir erkunden das Level, natürlich schön sauber. Wir haben genug Zeit und wenn es heute eine längere Folge wird, kann ich es auch in zwei splitten. Kein Problem. Ich weiß gar nicht, in welche Playlist ich das reinpacken soll. In die Abenteuer... Nee, eigentlich müsste ich... Ich glaube, ich mache eine neue Playlist. Und zwar das Ende aller Tage oder so. Ey, die Kühe sind einfach viel zu stark. Das ist nicht normal. Boah, ich hätte nicht gedacht, dass Kühe so stark sein können. Aber wir gehen ja jetzt außerhalb des Weges. Da kann ich mir gut vorstellen, dass es hier guten Loot gibt. Im Übrigen, ich habe es geschafft, eine Rüstung zu finden, die ein bisschen stärker ist als meine akute Rüstung von letztem Mal. Die ist einfach Level 129. Bringt mir nicht viel, aber immerhin etwas. Ich versuche ja auf die 200 zu kommen, aber das ist so immens schwer. Ihr glaubt mir das nicht. Warum Kühe? Es hätte doch jedes normale, vernünftige Tier sein können. Nein, wir nehmen unzerstörbare Kühe. Was ist da los? Ach, heilt Verbündete. Das macht Sinn. Ich dachte gerade, woher kommen diese Linien, die da so rüberfliegen? Ihr seht meine Verzauberungspunkte gar nicht, sorry. Nein, da sind gerade so Kugeln lang geflogen. Und ich dachte mir, was das? Aber so wie es aussieht, war das halt verbündete Fähigkeit. Er hat einfach einen Golem. Die Kuh hat einen Golem. Das alles, was ich bekomme? 5 Smaragde? Das Game hat das Level-System auf jeden Fall verstanden. Nicht dein Ernst. Oh. Warum habe ich die nicht alle gegessen? Ich hätte so viel überleben können. Ich höre sie doch schon. Oh, Goli, komm. Ey, nicht mal das TNT macht was. Das ist der Wahnsinn. Die Kühe sind einfach mal so OP. Hier, Stufenaufstieg. Ihr könnt gar nichts. Also ich muss schon sagen, ich habe ein neues Level zum Grinden gefunden. Also zum Level-Grinden. Einfach das hier spielen. Und zwar permanent. Wie komme ich da hin? So? Ja. Ja, weiter hoch muss ich nicht. Boah, die Mütze juckt. Oh, es laggt. Sorry. Das Problem ist, ich habe noch keinen guten Prozessor drin. Der kommt noch erst. Deswegen kann es sein, dass es jetzt laggt, weil ich auch neue Aufnahme Jam teste. Kann manchmal sein, dass es laggt. Ich weiß es nicht. Guck mir das dann in der Aufnahme an. Ich versuche nämlich die besten Aufnahme Jam für meinen akuten Prozessor zu finden. Und, jetzt, da ja die VR-Brille nicht da ist, habe ich 400 Euro zur Verfügung und ich überlege, ob ich einfach 300 Euro oben drauf packen soll und mir dann den i9-12900K holen soll. Weil dann habe ich einfach, dann ist einfach Ende. So, dann habe ich Computer-Dasein durchgespielt.
Warst du vorher auch schon da? Das ist weird. Oh, das sieht aus wie eine Boss-Arena. Darf ich was erwarten? Was? Ein Pilzkuh-Ungetüm. Was einfach die ultimative Power hat. Okay, das ist kein Problem. Nein, ich sterb hier nicht. Ich glaube, ein Hit geht noch. Ja, und dann muss ich ganz weit los. Komm. Nein, ich kann nicht kämpfen. Was? Es war so kurz vor der Heilung. Mann! Das ist ein starker Gegner. Ich wusste nicht, dass der angreifen kann. Jo, und dann auch noch so ultra immens stark. Was denn bei dem los? Okay, aber ich krieg wenig Schaden, weil ich gerade Dingstrank drin hab. Komm schon! Ich kann nicht sterben. Okay, er ist down. Ich aber auch fast. Was droppt er? Das alles. Jetzt kurz. Eine Claymore. Oh, ich hatte Hoffnung, dass jetzt so ein ultra gutes Item kommt, mit dem ich so alles wegrasieren kann, was es auf diesem Planeten gibt. Ich bekomme eine Claymore. Wow. Nicht noch ein Raid. Okay. Pilze. Ich heile mich mal lieber. Ah ne, muss ich gar nicht. Da vorne ist ein Boot. Okay. Dann beende halt einfach random mitten im Weg das Level. Auch kein Problem. Das Level war weird? Das Level hatte eine Kuh als Endboss. Okay. Aber... Was? Ich hab ein Schaf. Aus, wie heißt das? Verzaubertem Gras. Was? Finde ich witzig, aber... Was? Warum tut man so etwas? Also ist ja ganz cool, aber ich bleib bei meinem Golem. Also ich behalte das im Inventar, aber ich bleib bei meinem Golem. Ah, im Übrigen, es gibt ein Secret. Ihr könnt da unten... Wartet. Ich weiß nicht, wie man da hinkommt, aber da unten... Versucht hinzulaufen. Da kommt man nicht runter. Ist ein versteckter Raum hier. Also ihr seht, wenn ich mit dem Mauszeiger draufgehe, es wird als Raum markiert. Ich weiß noch nicht, wo der jetzt hinläuft. Vielleicht gibt es doch einen Weg? Ne, er bleibt einfach hier stehen. Seltsam. Komm schon, du hast bestimmt was Cooles im Angel. Nö, hast du nicht. Irgendwie das Game läuft nicht richtig flüssig. Meine Kamera, wenn ich mich bewege, ist nicht richtig flüssig. Irgendwas stimmt heute nicht mit deinen Aufnahmen. Weiß auch nicht. Ihr habt ziemlich viele Verzauberungspunkte. Ach komm, investier da noch welche. Ja. Ich überlege, ob ich was in den Smith reinschmeißen soll. Aber ich habe halt keinen... Doch, eigentlich den hier, gar. Die Hafenarmbrust, weil die ist ultimativ stark. Ich pack die Hafenarmbrust rein.
Drei Missionen auf das Ende aller Tage. Das ist schön. Jetzt haben wir wieder schön die Verzauberungspunkte. Im Übrigen, wenn ich noch... Ey, kannst du mal aufhören, so zu laggen? Ich beende gleich das Game. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir können noch in den Erzhafen... Einmal in den Erzhafen reingehen. Hab ich vergessen, was ich sagen wollte? Nein, ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Och nö. Nee, mir fällt's nicht ein. Egal. Wir spielen jetzt hier erstmal den Hafen. Einfach so zum Dingsen. Nee, mir fällt's nicht mehr ein, was ich sagen würde. Alles gut. Wir könnten währenddessen vielleicht auch mal das Level ranken oder so. Das Level ist ganz cool. Muss ich schon sagen. Aber... Es ist gut zu grinden, aber es ist halt... Wer kam auf die Idee? Es ist ein bisschen seltsam. Ich find's cool, dass das sogar einen eigenen Endboss hat, der nicht gerade einfach war. Also hätte ich auf meinem normalen Schwierigkeitsgrad gespielt, ich hätte den Safe nicht geschafft. Aber sonst war es Level weird. Mir ist wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Genau. Wenn wir genügend Erfahrungspunkte haben, wenn ich noch ein paar Level gegrindet habe, dann wird es auf jeden Fall mehrere Ancient Hunt Videos geben. Also wo wir auf die Jagd nach Uralten gehen, um gute Waffen zu finden. Ich sag euch, es wird kommen. Das wollte ich noch sagen. Der Erzhafen ist das kürzeste Level, gell? Schlechthin. Finde ich gut, dass sie auch ein kurzes Level eingebaut haben. Für zum Beispiel die Leute, die jetzt schnell irgendwie Sachen farmen wollen. Ja, habe ich eins verpasst? Nein, gut. Aber wir machen so eine ganz entspannte Stimmung. Mir tut der Nacken ein bisschen weh. Da kann man sich auch ein bisschen entspannen dann so und dann... Du kriegst einfach 2000 Schaden, wenn du irgendwo runterfällst. Aber wenn ein Typ dich mit der Axt schlägt, kriegst du kaum Schaden. Hier, guck. Der macht 700 Schaden und mein Runterfallen war 2000. Gut, aber das ist ja, Runterfallen macht ja prozentual Schaden und nicht einen festgelegten Wert. Sagen wir, du kriegst 10% Schaden, wenn du irgendwo runterfällst. So, dann sind 10% von 110 Schaden und von 1100 Schaden. Also kannst du nicht davon ausgehen. Also je nachdem, wie viele Leben du halt hast. Also so denke ich mir das jetzt, ist das geplant gewesen. Genau wissen, ach, ich habe keine Ahnung. So, die Sichel. Die kann auch weg. So. Das habe ich im Übrigen, ich weiß nicht genau wo, aber das habe ich gefunden. Und das hat mich direkt überzeugt, das hat Explosion, Strahlenkranz und Verbrennung. Deswegen habe ich das erstmal im Inventar behalten. Weil ich mir dachte, yo, das ist ja ultra gut. Bam. Okay. Ich finde, der Laser ist einfach nur cool. Im Übrigen, hier liegt auch noch der Bart. Ho, ho, ho. Ich glaube, so werde ich den Stream starten. Im Übrigen, heute, gerade heute, Stand jetzt, ist das Stream-Overlay fertig geworden. Kurz bevor ich die Aufnahme gemacht habe, habe ich das fertig gemacht. Und ich bin damit so zufrieden. Ich hoffe, ihr wart damit auch zufrieden. Und ich hoffe, ihr wart auch mit diesem Video zufrieden. Wenn dem so sein sollte, könnt ihr das gerne mit einer positiven Bewertung zeigen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Und ciao. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass der Typ aussieht wie ein... Wookie aus Star Wars? Heißen die Wookie? Ich weiß es nicht. Aber ihr wisst, was ich meine.